Liebe Brüder und Schwestern, Fest der heiligen Familie von Nazareth, aber auch bei der heiligen Familie von Nazareth, da scheint auch nicht alles so ganz klar und harmonisch gewesen zu sein. Wenn wir das heutige Evangelium betrachten, der 12-jährige Jesus, auf einmal ist er nicht mehr zu finden, verschwunden. Und erst nach einem Tag auf der Reise bemerken Maria und Josef, dass er nicht da ist. Und sie kehren um und suchen ihn in Jerusalem. Irgendwie rätselhaft, dass sie nicht gleich auf die Idee gekommen sind, in den Tempel zu gehen und dort nach ihm zu suchen. Sie suchen ihn zuerst bei den Verwandten, bei den Bekannten. Und erst am dritten Tag, da entdecken sie ihn mitten unter den Lehrern im Tempel. Und er erregt Staunen, dieser 12-Jährige, dieser Knabe, bei den Lehrern in Jerusalem, bei den Schriftgelehrten, Erstaunen über seine Einsicht. Ja, was ist das für ein Knabe, für ein junger Mensch, der schon so erleuchtet ist vom Licht der Weisheit Gottes? Nein, sie erkennen Jesus nicht als den Sohn Gottes, aber sie sind überrascht. Aber auch Maria und Josef, sie sind überrascht, dass Jesus im Tempel ist, mitten unter den Lehrern. Ein Hinweis darauf, was er später einmal tun wird. Im Namen des Vaters, der ihn gesandt hat, im Namen unseres Vaters im Himmel, den Jesus verkünden wird durch sein Evangelium. Ja, Jesus, er zeigt uns schon als Kind, dass er erfüllt ist vom Geist Gottes, ja, dass er Sohn Gottes ist, nicht nur Mensch. Obwohl noch ein Kind, ja ein junger Mensch, der sozusagen gerade in die gesetzliche Eigenständigkeit übergeht, er offenbart schon etwas von seinem Geheimnis, von seiner Gottessohnschaft. Maria und Josef, sie suchen Jesus voller Schmerzen. Ein Hinweis darauf, dass Jesus am dritten Tag auferstehen wird. Auch da sucht ihn die Gottesmutter Maria voller Schmerzen. Und dann am dritten Tag finden sie ihn im Tempel, im Haus des Vaters. Eine Einladung an uns, dass wir Jesus immer wieder neu suchen, ja ihm begegnen können in seiner Kirche, in unserem Haus Gottes, das Haus des Vaters ist. Wir können Jesus finden in seinem Wort, bei der heiligen Messe im Gottesdienst, wenn wir sein Wort hören, wenn wir das Evangelium in uns aufnehmen. Wir können Jesus begegnen im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Da kommt er selber zu uns als Brot des Lebens, um uns zu stärken in der Liebe zu Gott und zueinander. Ja, möge die Liebe in uns, in unseren Herzen wachsen und zunehmen, damit in unseren Familien die Liebe wachse, damit der Friede gestärkt wird, die Einheit in unseren Familien. Ja, möge Jesus uns erleuchten mit seinem Licht, uns mit seinem Geist erfüllen, damit wir einander verzeihen, damit wir einander mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen, damit die verschiedenen Generationen einander Verständnis schenken, füreinander ein offenes Ohr haben, damit wir auch unsere Nöte erkennen, uns gegenseitig zu Hilfe kommen, einander beistehen.
Ja, schon in den 10 Geboten Gottes sind wir durch Gott eingeladen, sind wir durch die Gebote aufgefordert, für unsere Eltern zu sorgen, Vater und Mutter zu ehren. Ja, mögen auch die Eltern ihre Kinder stärken im Glauben, sie ermutigen, in Liebe für sie sorgen. An diesem Fest der Heiligen Familie müssen wir auch immer wieder neu an diese Ansprache denken. Sie kommt mir immer wieder in den Sinn, diese Ansprache von Papst Paul VI. Bei seiner Reise in das Heilige Land im Jahr 1964. Im Jänner 1964 kommt er nach Nazareth und spricht von dieser heiligen Familie. Er nennt ja die Familie von Nazareth eine Schule des Evangeliums. Dort können wir lernen von der heiligen Familie, von Maria und Josef, ja, zuerst einmal dieses Hören auf das Wort Gottes. Hinhören, was Gott uns sagt. Vor allem das Schweigen und das Wort Gottes in uns aufnehmen, es betrachten, um es tiefer zu verstehen. So sagt es Paul VI. Und durch dieses Verstehen, durch dieses Aufnehmen des Wortes Gottes, empfangen wir Kraft und Mut, ja, dieses Wort auch in unserem Leben zu verwirklichen, es umzusetzen in die Tat. Und wir lernen auch, durch die Gnade Jesu ihm nachzufolgen, ja selber Zeugen zu sein für das Evangelium. Ja, wir wachsen in der Christuserkenntnis. Ja, in dieser Familie von Nazareth ist ja sozusagen schon ein Stück Himmel gegenwärtig. Da ist schon das Reich Gottes da, präsent, obwohl es auch da immer wieder Schwierigkeiten gibt. Und wir lernen von Maria und Josef auch, dass wir die Schwierigkeiten, die uns im alltäglichen Leben begegnen, im Vertrauen auf die Hilfe Gottes zu überwinden, dass wir im Vertrauen auf den Herrn, der da ist, zuversichtlich unseren Lebensweg gehen. Ja, wir wachsen in dieser Erkenntnis Gottes, der göttlichen Weisheit, dieser Lebensweisheit, die uns hilft, im Licht des Heiligen Geistes unser Leben gut zu gestalten, damit es zum Segen wird für unsere Familien, ja für die ganze Gesellschaft. Ja, möge der Herr Jesus uns dazu Kraft schenken, uns erleuchten. Möge er immer mehr die Mitte unserer Familien sein, wie er die Mitte der heiligen Familie von Nazareth gewesen ist, so wie er jetzt in unserer Mitte ist. Möge der Herr in uns wohnen, damit wir ihn bezeugen als den Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist, der unser Retter und Erlöser ist. Ja, er stärke uns, damit auch wir uns einsetzen für den Schutz des Lebens. Auch das ist ein wichtiger Punkt in unserem christlichen Leben. Jetzt gibt es ja diese Initiative Fair ändern. Da liegen Unterschriftenlisten auf, wo wir uns eintragen können, wo Menschen sich wieder neu einsetzen wollen für den Schutz des ungeborenen Menschen, um den Müttern, die in Not sind, zu Hilfe zu kommen, um einmal einen Überblick zu finden, einen Überblick zu gewinnen in unserem Land, wo ist Not, wo sind Mütter da, die Hilfe brauchen, ja, wie groß ist eigentlich die Anzahl der Abtreibungen in unserem Land und wie können wir helfen? Ja, wie können die staatlichen Organisationen, die öffentlichen Einrichtungen da auch hineinwirken, damit Mütter Ja sagen können zu ihrem werdenden Leben, zum Leben, das sie im Schoß tragen? Ja, Maria, die Mutter, Schützerin und Verteidigerin des Lebens, sie bittet für uns,
Sie bittet für alle Menschen guten Willens mit dem heiligen Josef, dass das Leben wieder eine neue Qualität bekommt, unser Leben in den Familien, und dass wir auch den Wert des ungeborenen Menschen wieder neu entdecken, dass wir es schützen, weil es kostbar ist, ein Geschenk Gottes. Auch der ungeborene Mensch, das werdende Leben im Mutterschoß, besitzt eine unzerstörbare Würde. Ja, dieses Leben besitzt diese Würde als Mensch und hat Recht, geschützt, verteidigt zu werden. So kann auch der Friede in uns und unter uns, in unserem Land wachsen, weil auch jene Menschen, die keine Stimme haben, die wehrlos sind, verteidigt werden, weil auch jene Menschen, die sich selber nicht helfen können, Hilfe erfahren durch jene, die diese Macht haben, zu helfen und auch zu schützen. Ja, so bitten wir Jesus, der ein Kind geworden ist, ein Mensch wie wir, der uns gerettet und erlöst hat aus der Macht der Sünde und des Todes, aus Finsternis und Verirrung. Er möge uns neu erleuchten mit seinem Licht, damit wir alle Zeit in seinem Licht leben. Amen.